Hallo und Herr. Okay. Und damit mal herzlich und willkommen hier zu FM13. Heute Rot-Weiß Erfurt gegen die starken Wien-Wies. Ja, die starken Wiesbadener. Erst ein Freischuss von Bukwa von links, kam und verlängert den Ball mit dem Kopf. Er greift ins Leere, der Ball wird länger und länger, schließlich in den Innenpfosten, da springt er den Wien-Torhüter direkt in die Arme. Mist. Ich wollte mich schon freuen. Na toll. Erfurt spielt heute sehr offensiv. Ja, wir wollen ja auch gewinnen. Wir wollen ja auch was reißen hier. Möwald auf 70 schon. Jetzt Buchwa. Buch, was sagt das für? Ach Gott. Ich guck, wo gerade gelesen habe bei uns. Freistoß hier von Wien Wiesbaden, aber gut, klärt da. Bin ganz konfus. Jetzt wieder Wien Wiesbaden. Beißen sich da, aber Schiedsrichter hat schon lange abgepfiffen, das kennen wir ja schon. Altbekannt. Heute ein Weltklasse-Schiedsrichter in der dritten Liga. Tote, was schafft's noch abzufangen? Dabei muss er Kopf und Kragen riskieren. Dann Nile. Funk ist mit der gelben Karte, kretscht Torben Marx von hinten und ja, das geht natürlich den gelben Karton. Hier unsere Spiele noch nicht viel passiert, abgesehen von der zweiten gelben Karte jetzt für, was? Wie wird das ausgesprochen? Daniel Zwinjel? Zwinjel? Daniel, dann Punkt. Riskiert einen Strafstoß. Oh, Schiedsrichter lässt es weiterlaufen. Ja, ist recht öde das Spiel bis jetzt. Sehr durchwachsen die Partie. Laurito jetzt mit der besten Note. Jetzt hochkarätige Torschance hier. Möwald schickt die Ball nach vorne. Aus einem Strafhof. Bukwa schaltet einen Schritt. Er als Torhüter aber schießt überhastet. Daher Kulert. Natürlich 1 Meter vorbei. Ah, jetzt Chance für Wiesbaden. Keiner gerechte Ball geht ins Tor aus. Puh. Immer so ein kleiner Schatzauer. Nie wirklich was. Gute Einsätze vom Tormann der Wiesbadener. Robert Müller macht recht, die Zentrale macht jetzt nicht so den besten Eindruck bei denen. Die Außen machen es bei denen ja gut. Wir hatten im zweiten Halbzeit mal ja, mehr gedacht, jetzt werden wir mal auftreten, ein bisschen wieder die Offensive hier ein bisschen in Pflicht nehmen. Das war, naja, mein eigentlich ihnen mit Loben. Aber gut, wir noch mal ein bisschen motivieren. Ja, Stimmung geht hoch. Stimmung geht hoch, das ist wichtig. Nochmal Konzentration, Leute. Unseren Leuten, die schicken wir mal alle aufwärmen hier. Und die nächste gelbe Karte für Wiesbaden. Das ist faul. Bastians, Innenverteidigung. Wegen Haltens. Gut. Trotzdem Chance für Wiesbaden. Durch eine Ecke von Bastians. Aber kein Problem für André Laurito. Der macht eine super Partie hier. Nochmal Ecke. Bastians. Ins Leere. Ach du großer Gott. Tor 1 für Wien Wiesbaden. Da war es drin geschehen. Tor Marx. War nicht schnell genug. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen schauen. Die Außen weiter noch ein bisschen besser. Das heißt, wir werden mehr zentral agieren.
Hake macht auch nicht die beste Partie. Kommt dort auch nicht so wirklich integriert, sage ich jetzt mal. Max kann ich da auch gut genau auswechseln. Und wie noch irgendjemand mal hier in die Pflicht nehmen. Ich würde sagen, ich wechsle Parker mal aus. Undankbar, aber was soll's. Und wir werden wirklich eher versuchen, zentral zu spielen. Und mit mehr Pressing. Ja, müssen wir jetzt natürlich vorangehen, das ist klar. Was sagt das, die Tabelle aus auf Platz 4 runterrutschen wird? Weil Dresden führt. Das muss natürlich ran. Nochmal mit Konzentration. Der SEG, der alte Hund, kommt für Kamlot, der in den letzten Spielen viele wichtige Tore gemacht hat. Und Baumann eigentlich für Marx und all den für Parker. Aber was soll's. Jetzt noch eine gelbe Karte. Für Arena. Ja. Da könnte man jetzt auch sagen, man geht jetzt auch, man dimmt wenigstens eine Richtung, ein Flügel drüber. Und zwar unseren linken Flügel. Wir müssen noch ein bisschen, also links spielt Bukwa. Jetzt selbige im Eckball, aber leichte Beute für den Tormann. Ja, zu wenig jetzt, zu wenig. Von unseren Jungs. Zu wenig. Jetzt muss man sagen, wollen alle, jetzt müssen wir langsam mal ja, aufwachen, die Jungs zu vorne. Oh. Guter Eckball jetzt. Bastians. Verlängert. Aber zögert. Streckt es vergeblich 0-2, wie es aussieht, oder? Haben da keine gute Figur gemacht. 2-0-2, ja, ja. Ach, das ist ja so Mäuse, ey. Nach zwei guten Spielen geht man hier zu Hause wieder die Glücksfee ein bisschen aus der Hand. Immerhin. Rostock ist nicht, wohl uns nicht. Wiesbaden jetzt wieder stärker. Obwohl wir von der Mannschaftsstärke her ja, und viel besser, aber trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass uns hier Wien Wiesbaden so böse auf den Fuß erwischt. Hätte ich nicht gedacht. Aber gut. Ja, schwach sind sie nicht, wenn man uns ist halt sehr durchwachsen. Ja. Ich würde jetzt nochmal sagen, Taktik. Eher auf dem rechten Flügel nochmal. Weil da haben wir jetzt Max Esch, Herzig und Öhrning. Glanzparade von Wiesbaden, von Klevin gegen Wiesbaden für uns. Leute, wenigstens ein Tor, kommt. Dann wird es nochmal spannend hier. Geht drauf am zu Boden, das war noch knapp von dieser Arbeitsgruppe sich auf. Diesmal auf der Linie, dann reklamiert er. Lässt aber weiterspielen. Also Leute, die zweite Situation, wo er gegen uns entscheidet. Schneller Angriff, jetzt eignet sich nicht so bei, ein Herzig. Versucht den Lautres Gezinn sitzen, aber das misslingt völlig. Ach Mensch. Ach Mensch, entweder Humpels nach Zweikampf gegen Tichos. Ja, das normale Fußball ist jetzt nicht. Leute, kommt, nochmal letzter Angriff hier zum Pushen, aber... Noch zwei Minuten. Das war's, Schlusspfiff. Wir verlieren 0-2 gegen Wien Wiesbaden.
Ah, wie gesagt, da habe ich mir mehr erhofft, da war mehr drin. Gegen Wiesbaden verlieren wir auch mal Anspruchspunkte. Ja, gut. Mittelläuft RCG, muss ich sagen, für mich nur enttäuschendste von allen. Marx als echte Verstärkung, tue ich mich schwer. Durante. Oh, Sensation Christian Falk. Naja. Als nächstes kommt dann Karlsruhe, es wird auch nicht besser. Aber das ist DFB. Das ist DFB-Pokal. Stimmt, da war ja noch was. Das war es, glaube ich, Halbfinale, wie alles täuscht. Da müssen wir sie einschulen, die Jungs. Spielerberater. Ja, das ist immer gut. Die sind meistens gut, die Leute. Tyralla ist auch angeschlagen. Scouting abgeschlossen. Bender sucht Gespräch. Och Leute, ganz ehrlich. Gebt euch die Hand und sagt, es ist in Ordnung. Das darf doch nicht wahr sein, das darf doch nicht wahr sein. Aber wie versprochen, wir gucken jetzt auch mal in die Jugendmannschaft. Dachte ich mir nämlich, dass da ein bisschen was zusammenkommen ist jetzt. Nach Hause schicken. Geht weiter. Wollen ja noch ein paar Jungs haben hier. Wo man sagt, da können wir aufbauen damit. Da muss auch entsprechend auch das Talent stimmen. Und wenn wir sowas hier sehen, das ist, gerade wenn wir aufsteigen oder zumindest oben mitspielen. Yep. Das Schlimme ist, wenn wir jetzt wirklich gewinnen sollten, sage ich mal, gegen Karlsruhe. Machbar ist, der Gegner kommt zu einem relativ ungünstigen Zeitpunkt. Das ist wohl wahr. Aber ist auch schon drin, gut. Haben wir noch jemanden hier drin, der noch keine Ziele hat? Na komm. Ah, da Ballkontrolle, da können wir nochmal zurückgehen. Was ist denn jetzt noch los? Au. Muss oben ran. So. Haben wir alles, wa? Ne, hier fehlt ein fehlt uns noch. Die wichtigsten Sachen nur. Schusskraft. Lange Bälle. Kurzer Pass. Ja, wenn du Dribbler sein willst, dann musst du auch dribbeln können. Ja. Hilft nichts. Aber alles auf die 55 bringen. Da hast du eine Weile zu tun. Aber das ist halt die Grundbasis, wenn du hier durchstarten willst. So. Passt. Aufstellungsassistenten. Kann eigentlich jeder, fast jeder hier auf so einer geliebten Position spielen. Ja, ich lasse aber auch mal auf der Position spielen, wie wir auch in der ersten spielen werden. Gut, dann können wir doch gerne auf dem OM laufen lassen, das ist nicht das Problem. Aber das nicht das Problem ist, ihn hier da laufen zu lassen. Und Senti auf RV, das können wir doch gerne machen. Ist doch alles kein Problem. Ach so, ups. Konrad, yep. Jep. Und die B8, du großer Gott, hier kann man ein bisschen ausmisten, sage ich mal wieder. Ist aber auch voll unsere B-Jugend. Heidi Witzka. Nach Hause schicken. Jep. Mach doch hin, hier komm. Komm, mach hin. Was ist jetzt? Senkt's ein bisschen, na gut. Lassen hängen. Können wir auch nach Hause schicken. Wie gesagt, 3 Sterne haben wir uns gesagt. Wollen wir mindestens haben. Alles andere. Ja, das ist eine Zukunftsinvestition
wenn wir zukünftig halt auch was machen wollen, dann müssen wir auch wirklich konsequent sein und sagen, alles drunter hat langfristig keinen wirklichen Wert, außer es hat jetzt jemand, keine Ahnung, mit 16 und 43, mit 2,5 Sternen. Dann könnte man da vielleicht eine Ausnahme machen. Also wirklich, was dazugekommen ist, ist dann auch nicht. Wenn ich das sehe. Und die 3-Sterne-Talente haben schon alle was hier als Paten. Dip. Und Dip. Und Dip. Und gute Nacht. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Noch zwei. Und tschüss. Und not but not least. Und tschüss. Aufstellungsassistenten. Ja gut, der muss jetzt nicht unbedingt da auflaufen. So, ein Stürmer, Hammer. Ja, das passt auch. Wir haben viele OMs, sehe ich. Was ist denn das für eine Nationalität? Was bist denn du für einer? Nepal, das hat man ja schon mal. Das hat man ja schon mal, die Frage. Türkei. Hier haben wir noch zwei Leuten, den Mentor fehlt. Mal gucken, ob es jetzt mittlerweile geht. Ihn kennen wir ja mittlerweile. Aber ich, ja, der wird auch immer teurer, wenn wir jetzt noch länger warten. Ich will ein Vertragsangebot machen für nächste Saison. 3 Jahre, zweite Mannschaft erstmal. 75.000 ist akzeptabel, sage ich mal, in dem Alter. Im Jahr. Hetzt uns ja keiner, kann ja keiner was sagen, aber an sich ist, glaube ich, die Idee dahinter gar nicht mal so schlecht. Und hier haben wir ja zugewiesen jetzt einen Mentor, beziehungsweise die Seite, so die Trainingsziele, können wir jetzt auch einen Mentor verteilen, das ist in Ordnung. Wie geht's zur zweiten? Stehen sie noch? Bisschen gucken. Siege 28, Spiele 28, das läuft. Das läuft, Leute. Weiter. Lift gegen Karlsruhe. Ja, wir sind ein bisschen der Schreck gegen den Ligaspiel, aber die auch, ja. Düsseldorf besiegt, Stuttgart besiegt, Hoffenheim im Elfmeterschießen. Aber leider kein Sound. Im Halbfinale. Das können wir ein 3D-Spiel werden, oder? Komm, das machen wir ein 3D-Spiel. Wenn es jetzt recht viel ist jetzt zur Zeit. Aber ganz ehrlich, das ist es mir wert. Das ist es mir echt wert. Gehen wir in die Taktik rein, da müssen wir natürlich aufpassen. Wir werden auch hier eine Prämie austeilen. Weil wenn das wirklich, wenn wir das hinkriegen sollten, dann ist natürlich super. Das wäre natürlich richtig klasse. Gott hat noch eine super Form, aber Möbel ist halt noch ein bisschen erfahren, aber ist halt Kevin Möbel, so. Das wollte ich noch gucken. Ich wollte noch was gucken. Jesus. Oder kann auch links spielen, wie alles heißt. Yep. So. Oder kümmert sich um Torres. Jut kümmert sich um Alibas. Und kümmert sich um Hennings, auch wenn es nicht leicht wird. Laurito um Nazarov. Und Marx kümmert sich ein bisschen um Yamanda. Also sind alle gleich, das brauche ich hier keinen extra Flügel aufzubauen, so sagen.
da und da. Das wäre Blödsinn. Wir speichern ab. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann im 3D-Spiel wieder gegen den Karlsruher SC im DFB-Halbfinale. Ich wünsche euch viel Spaß und bis dahin, euer Robert hier. Bis dahin, ciao, ciao.